Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier zum Unboxing des FarmCon 18 Goodie Packs, was jeder bekommen hat auf der FarmCon 2018, ebenfalls der ein Ticket hatte, logischerweise, ne, ist ja ganz klar. Und das hatten wir ja nun schon die letzten zwei FarmCons auch und dieses Mal natürlich auch wieder. Und naja, ich habe selber noch nicht reingeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe es schon gehört, irgendwie DLC oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ansonsten habe ich hier noch nicht reingeschaut und deswegen würde ich sagen, unboxen wir den ganzen Spaß mal. Ich klappe hier den kleinen Monitor nach vorne. Wie gesagt, Soundqualität ist halt das interne Mikro von der Videokamera. Deswegen bitte da nicht böse sein, aber hier mit Mikro zu hantieren, das wäre dann doch sehr für mich ein bisschen blöde. Wir haben erstmal einen grünen Beutel, wo drauf steht, Look, I am your farmer. Das ist ganz nett. Das Ganze steht meines Erachtens nach, nee, auf der Rückseite steht dann nochmal da, Farming Simulator Giants Software und Focus Home Interactive. So, dann würde ich sagen, greifen wir mal hier in diesen wunderschönen Beutel hinein und komm, wir nehmen erstmal das große Ding mit raus. Und zwar ein limitiertes DLC, ja, vom Farming Simulator 17, und zwar die Horsch Agrovitation. Und vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen, bei Tino und das Instagram-Ding, da sah das Cover anders aus, irgendwie, aus irgendeinem Grund. Scheinbar gibt es da mehrere Covers-Arten, oder ich habe mich schon einfach noch verguckt. Ich habe auf jeden Fall das Rote. Das ist ja das kennen wir ja schon, das gab es ja schon im Internet zum Download, wurde ja damals angekündigt. Das ist jetzt im Endeffekt eine Limit Edition. Da ist nichts anderes drin, wie in der Download-Version. Limit Edition bedeutet in dem Fall einfach nur, es ist eine Retail-Version. Also, sprich, es ist halt CD mit drin und so weiter und so fort. Ja. Wird es nie zu kaufen geben, deswegen Limit Edition. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die CD ist lose. Das ist ein bisschen kacke. Aber bleibt natürlich eingeschweißt. Das sollte ganz verständlich sein. So, ansonsten geht's weiter. Da haben wir einmal das Magazin Stark. Ja. Sagt vielleicht den einen oder anderen etwas, Ausgabe, Auszug aus 4/2018. Sprich, das dürfte nicht alles gewesen sein, sondern halt dementsprechend nur, hier sieht man das nochmal, kostet 5,50 €, sprich ein kleiner Auszug aus diesem Landwirtschaftsmagazin, ja, und da hat man halt dementsprechend sämtliche Dinger drin. Ist ein bisschen verknickt, muss ich gestehen, weil der Beutel müsste einiges abkönnen, etc. pp. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gimmick, ja. So, dann greifen wir weiter rein, dann haben wir hier das offizielle FarmCon 18 Programm, und das muss ich sagen, das hat eine sehr geile Qualität, also nicht zu vergleichen mit den aus den letzten Jahren. Da hat man dementsprechend, was hat man drin, eine Einleitung, Merchandise, Essen, Programm, alles was halt so, Werbung natürlich, versteht sich, alles was man irgendwie so auf der FarmCon dementsprechend erlebt hat, inklusive Vorstellung der einzelnen Mitarbeiter, inklusive, tja, wie soll man sagen, wie sagt man so schön, Zitate, ja, das ist ganz klar, zum Beispiel IBIMS 1 Kindergärtner, ne, ganz klar, also muss man den Herrn ja so lassen, das passt alles und so weiter und so fort, inklusive hier nochmal 10 Jahre etc. pp. Also im Endeffekt das Programmheft, schöne Sache. So, dann geht's weiter, wir haben natürlich, ne, darf man nie vergessen, eine Kuh. Ja, eine Mu-Ku-Ku. Das ist mittlerweile der dritte oder vierte, die ich daheim herumstehen habe. Schön, so kann man dementsprechend auch Kühe sammeln und irgendwann Kuhbowling spielen. So, dann haben wir hier nochmal Werbung für die Agritechnica. Ja, das ist Agritechnica 2019 in Hannover von 10. bis 16. Und Pressetag vom 11., von 10. und 11. Gut, dementsprechend Werbung für die Techniker kann man mal machen. Und dann haben wir einmal Modders Guide to the Mod Hub von Giant Software. Und da haben wir erstmal ein sehr schönes Herz, ja. Und dann Dear Reader, ja. Und dann How to You List Book, ja, What We Award und so weiter und so fort. Why Modding? Also es wird alles in Englisch wohl bemerkt, sollte man hier noch dazu sagen. Erklärt alles so zum Thema Mods im Endeffekt. Aber auch hier Glanz, schöne Qualität, kein einfaches Papier, sondern dementsprechend auch schon etwas stabileres. So, und dann haben wir natürlich noch, ist ganz klassisch, zack, machen wir den ganzen Spaß mal hier noch raus. Ist der Beutel leer? Ne, hier, wunderbar. Jetzt ist er leer.
Gut, dann haben wir einen Kugelschreiber, ja, einen Kugelschreiber mit Giant Software, auch wirkt auf jeden Fall was Hochwertiges. Also nicht so 0815 Werbegeschenk, also was man sonst so kennt, sondern das fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Ansonsten haben wir Aufkleber, Marcel Ferguson, Steel, Fendt und dementsprechend Rostelmesh. Und kennen wir aus der Collector's Edition. Und dann einen Landwirtschaftssimulator 19 Nitrato Surfergutschein. Achtung! So, notieren bitte. Ja, notieren. Gerne auch anhalten. Und zwar 6 Slot Public Surfer für deinen Landwirtschaftssimulator 19 mit einer Laufzeit von 14 Tagen. Einlesbar unter nitra.do/farmcon18. Ich halte das hier nochmal ein bisschen direkt an die Kamera, dass man das Ganze auch so sieht. Ja, gilt bis 31.12.2018 pro Nitrato-Account 1, AGBs und so weiter und so fort. Wisst ihr was, den schenke ich einen von euch, wer dann dementsprechend jetzt hier am schnellsten war. Ja, und damit ist das Goodie-Pack für den Landwirtschaftssimulator, für die Farmcon, das Farmcon-Goodie-Pack auch erfolgreich ausgepackt. Was sagt ihr dazu? Interessant, schön, wollt ihr auch sowas, wollt ihr nicht sowas? Ja, schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare. Das soll es erstmal von meiner Seite her gewesen sein. Das gute Stück hier, das geht gleich in mein Schränkchen hinein. Aber wie gesagt, das bleibt eingeschweißt, das wird nicht ausgepackt. Und das Model Guides Gedöns und so, das ist eigentlich relativ geil. Schauen wir mal. Gut, ich bin dann erstmal wieder raus für euch. Bis denne und viel Spaß bei den weiteren Videos, falls noch nicht angesehen. Metal and out.